Der BVB hat ein Luxusproblem. Jo. Auf der Trainerposition. Auf jeden Fall. Ihr seht es links neben uns. Entscheidung über Aufstieg am grünen Tisch, das hat sich erledigt. Ja. Der BVB 2. Unsere U23, unsere Amas sind offiziell jetzt Meister und Aufsteiger zugleich in die dritte Liga, ne? Und spielen in der kommenden Saison in der dritten Liga. Yes. Und da muss man sagen, das ist das Höchste, was du als Zweitvertretung erreichen kannst. Mehr geht nicht. Du kannst nicht aufsteigen in die zweite Liga oder sonst höher. Ich muss sagen, Riesen Respekt an diese junge Truppe. Ich meine, guck dir doch mal an, was war das für ein Herzschlagfinale, ja, in dieser Regionalliga. Da sind einfach bei 40 Spielen, es war die längste und größte Regionalliga aller Zeiten, ja, von den Mannschaften gesehen. Und dann gibt es da zwei Mannschaften, die wirklich die 9 vorne stehen haben bei der Punktzahl. Und dann ist es wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wirklich, ja. Und irgendwie hat es mich tatsächlich doch auch gefreut, das muss ich sagen, dass es der BVB wo geschafft hat, nämlich in unserer Heimatstadt im Stadion am Zoo in Wuppertal, ist irgendwie nochmal besonders cool. Und riesen Respekt an die Jungs. Da kann ich auch nur sagen, den hat Christian jetzt gerade nochmal ins rechte Bild gerückt. Das verdanken wir auch dem Trainer der Jungs, der Gott sei Dank verlängert hat beim BVB. Ja, Wahnsinn, muss man einfach sagen, seit einem Jahr im Verein, seit 2020, ja, also seine erste Saison, und er steigt sofort mit der U23 auf, wo man vorher nicht von ausgehen konnte. Nee. Besonders als Zweitvertretung und als Trainer immer sehr schwer, weil du musst Spieler abstellen für die erste Mannschaft. Du kriegst Spieler aus der U19 mal dazu. Du bekommst Spieler runter, gibst du hoch, was weiß ich. Ja? Da ist ein so großes Wechselspiel auch. Ne? Ja. Man sieht es ja allein schon am Tigges oder am Knauf. Ne? Die mal oben sind, dann wieder unten. Dann sind sie oben und spielen nicht. Dann musst du sie unten wieder aufbauen mental. Oder wieder ein bisschen runterholen, weil sie oben auf einmal super Leistung gebracht haben. Und auf einmal spielen sie wieder in der Regionalliga. Das ist eine riesen Arbeit von Enrico Maaßen. Höchster Respekt. Ja, also höchster Respekt. Wie gesagt, auch ein absolutes Trainertalent gewesen. Deswegen habe ich mich auch gerade so gefreut, dass er verlängert hat, weil, ja, er war natürlich wirklich sehr, sehr, sehr begehrt auf dem Trainermarkt. Aber der BVB hat ihn fix gemacht und hat ihn verlängert. Ich glaube, der hat auch gute Karten, die Jungs da zu etablieren in dieser Liga. Es nicht wie Bayern 2 zu machen, aufzusteigen, Meister und direkt wieder absteigen. Also, ja, ich muss sagen, und das ist jetzt ernst gemeint, der BVB hat ein Luxusproblem, jo, auf der Trainerposition. Auf jeden Fall. Also, man muss einfach sagen, Edin Terzic, überragenden Job gemacht, hat den BVB auf Platz 3 in der Bundesliga geführt, in die Champions League, zum DFB-Pokalsieg. Wir haben, besonders du, haben geheult vor Glück. Ja. Ne? So, ich kann das irgendwie nicht, weiß ich nicht, aber ihr habt mich, hatte Gänsepelle und Hühnerhaut unnormal beim DFB-Pokalsieg und auch die letzten Spiele einfach. Also Edin Terzic unfassbar, gerade wenn er jetzt auch als Co-Trainer tatsächlich weitermachen möchte unter Marco Rose. Dann kommen wir ja schon zum nächsten. Marco Rose wurde zu einem Zeitpunkt zum BVB geholt, wo man nicht wusste, spielst du nächstes Jahr Champions League, Europa League. Gar nichts League. So, du wusstest gar nichts. Und ich habe mich unnormal gefreut auf Marco Rose und ich tue es immer noch. Ja. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf Marco Rose, weil ich glaube, der kann auch mit dem BVB nochmal einen Step weitermachen, so auch von der Entwicklung her. Und wenn man dann noch einen Enrico Maaßen in der zweiten Mannschaft hat, plus auch noch gute andere Jugendtrainer, ne? Aber gerade Enrico Maaßen jetzt als U23-Trainer, Aufstieg in die dritte Liga, ein Jahr erst im Verein, was der alles geschaffen hat. Also generell muss man sagen, ne, wenn man jetzt mal zurückdenkt, was haben wir im November, Dezember, Januar zum Beispiel geflucht und geflucht, ja, und wir haben unsere Chancen davon schwimmen sehen. Ne? Und jetzt hat es CallMePit88 richtig gesagt, hat der BVB sogar das Triple eingefahren. Denn für den Gesamtverein Borussia Dortmund, und ich rede wirklich explizit vom Gesamtverein. Ja, drei Titel. Ist es einfach doch eine unfassbar krasse Saison letzten Endes gewesen. Du holst eben den DFB-Pokal,
Du steigst als Meister auf und die Handballdamen spielen auch noch die perfekte Saison ohne Niederlage. Ja. Also was ist denn da bitte los? Ja? Und Fabian sagt auch noch, Sebastian Gebhardt hast du eben auch noch in der Hinterhand. Genau, den meinte ich auch gerade. Genau. Und ja, und Weltspiegel sagt, und den Zickler haben wir ja auch noch. Den holen wir jetzt Und ich glaube, der dazu. Zickler hat auch noch mal einen großen Einfluss auf unsere Stürmer, weil der ist ja auch so ein Offensivtrainer, ja. Ne? Stürmertrainer. Ich glaube, das gab es beim BVB so noch nicht in den letzten Jahren, ein Stürmertrainer. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, wer der Stürmertrainer war. Lucien Favre, weil der wollte keine. Ja, so. Ja. Ich glaube, das kann auch krass werden. Auch mit dem Alexander Zickler. Im Notfall setzen wir den vorne auf den Pin. Der war früher schon so schnell. Auch wenn er ein bisschen verloren hat, ist der immer noch schneller als Mats Hummels. Und Niklas Süle bestimmt auch inzwischen. Ja.